Bevor er Nicholas Barclay war, bevor er das Kind eines englischen Richters oder eines italienischen Diplomaten wurde, war er Frederick Pierre Bourdin, der uneheliche Sohn von Ghislaine Bourdin, die 18 Jahre alt war und arm war, als sie ihn am 13. Juni 1974 in einem Vorort von Paris zur Welt brachte. Auf den Formularen der Behörden wird Frederiks Vater oft mit einem X angegeben, was bedeutet, dass seine Identität unbekannt war. Aber Ghislaine erzählte, dass X ein 25-jähriger algerischer Einwanderer namens Kachi war, den sie in einer Margarinefabrik kennengelernt hatte, in der sie beide arbeiteten. Nachdem sie schwanger geworden war, stellte sie fest, dass Kachi bereits verheiratet war, woraufhin sie ihre Arbeit aufgab und ihm nicht sagte, dass sie sein Kind trug. Ghislaine zog Frederick auf, bis er 2,5 Jahre alt war. Er war wie jedes andere Kind, völlig normal, sagt sie. Dann schaltete sich das Jugendamt auf Geheiß ihrer Eltern ein. Ein Verwandter sagt über Ghislaine, dass sie zu der Zeit viel getrunken hat und bis spät in die Nacht feierte. Man hatte den Eindruck, dass sie mit diesem Kind nichts zu tun haben wollte. Ghislaine beharrte darauf, dass sie eine andere Arbeit in einer Fabrik gefunden hatte und fähig war, sich um ihren Sohn zu kümmern. Aber der Richter übertrug Frederick in die Obhut ihrer Eltern. Jahre später schrieb Ghislaine einen Brief an Frederick, in dem sie mitteilte: Du bist mein Sohn und sie haben dich mir im Alter von 2 Jahren weggenommen. Sie haben alles getan, um uns voneinander zu trennen. Und wir sind 2 Fremde geworden. Als Frederick 5 Jahre alt war, zog er mit seinen Großeltern nach Mouchon, einer kleinen Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern südlich von Nantes. Frederick, der väterlicherseits algerischer Herkunft und vaterlos war und gebrauchte Kleidung trug, war ein Außenseiter im Dorf und begann in der Schule Fantasiegeschichten über sich zu erzählen, um sein Selbstwertgefühl zu steigern. Er sagte, sein Vater sei nie da gewesen, weil er ein britischer Geheimagent sei. Einer seiner Grundschullehrer beschreibt Bourdin als frühreifes und sehr einnehmendes Kind, das eine außergewöhnliche Vorstellungskraft hatte und wunderschöne Comics zeichnete. Der Grundschullehrer bemerkte auch schnell Anzeichen einer psychischen Auffälligkeit. Einmal erzählte Frederick seinen Großeltern, dass er von einem Nachbarn belästigt worden war. Doch niemand in dem winzigen Dorf ging dieser Behauptung nach. In einem seiner Comics stellt Frederick sich selbst dar, wie er in einem Fluss ertrinkt. Er benahm sich zunehmend daneben, benahm sich in der Klasse daneben und bestahl seine Nachbarn. Im Alter von 12 Jahren wurde er nach Nantes in eine private Jugendstrafanstalt eingewiesen. Dort wurden seine Fantasiegeschichten, wie sie einer seiner Lehrer nannte, immer fantasievoller. Bourdin gab sich oft als jemand aus, der an Amnesie litt und verirrte sich absichtlich auf der Straße. Als Frederick 1990 16 Jahre alt war, musste er in ein anderes Jugendheim umziehen und lief bald darauf weg. Er trampte nach Paris, wo er, verängstigt und hungrig, seine erste Rolle erfand. Er sprach einen Polizisten an und sagte ihm, er sei ein verirrter britischer Teenager namens Jimmy Sale. Ich träumte davon, dass sie mich nach England schicken würden, wo ich mir das Leben immer schöner vorgestellt hatte, erinnert sich Bourdin. Als die Polizei feststellte, dass er fast kein Englisch sprach, gab er seinen Betrug zu und wurde ins Jugendheim zurückgebracht. Aber er hatte sich eine Technik zurechtgelegt, wie er es nennt, und begann auf diese Weise quer durch Europa zu wandern und in Waisenhäusern und Pflegefamilien ein- und auszuziehen, auf der Suche nach der perfekten Unterkunft. 1991 wurde er auf einem Bahnhof in Langres gefunden, wo er vorgab, krank zu sein und in ein Kinderkrankenhaus in Saint-Dizier gebracht wurde. Laut einem medizinischen Bericht wusste niemand, wer er war oder woher er kam. Auf schriftliche Fragen gab er an, er heiße Frederick Cassis, eine Anspielung auf den Vornamen seines echten Vaters, Kachi. Frederiks Arzt Jean-Paul Milanais schrieb in einem Brief an einen Jugendrichter: Wir sehen uns mit einem jungen, stummen Ausreißer konfrontiert, der mit seinem früheren Leben gebrochen hat. Auf einen Zettel kritzelte Bourdin, was er sich am meisten wünschte: ein Zuhause und eine Schule,
Das ist alles. Als die Ärzte einige Monate später begannen, seine Vergangenheit zu enträtseln, gestand Bodin seine wahre Identität und zog weiter. Nachdem er in die Rollen von mehr als einem Dutzend Kinder geschlüpft war, wurde er am 13. Juli 1992 18 Jahre alt und somit volljährig, und somit hatte er keine Grundlage mehr, in Waisenhäusern zu verweilen. In einem Interview sagte er: "Ich war mein ganzes Leben in Waisenhäusern oder Kinderheimen untergebracht und plötzlich sagte man mir, das war's, du kannst jetzt gehen." Eines Abends erhielt der Bürgermeister von Bodins Heimatstadt einen Anruf von jemandem, der sich als ein deutscher Polizist ausgab. Dieser sagte ihm, dass man Bodins Leiche in München gefunden hatte. Als man seiner Mutter diese Nachricht überbrachte, war sie natürlich zutiefst schockiert. Bodins Familienmitglieder warteten sehnsüchtig darauf, dass ein Sarg aus Deutschland ankommen würde. Doch es kam nie einer an. Es war wieder einmal eins von seinen Spielchen, um zu sehen, wer wirklich nach ihm trauern würde. Mitte der 90er Jahre hatte Bodin eine beachtliche Liste an Vorstrafen angesammelt für Delikte wie Falschaussagen bei der Polizei und den Behörden, und Interpol und andere Behörden begannen verstärkt nach ihm zu suchen. Er hatte 1995 sogar mal bei einer französischen Fernsehshow namens Alles ist möglich mitgemacht und erschien als ein blasser, präpubertärer Junge auf der Bühne und spielte wieder mal eine seiner Rollen. Die Produzenten der Show waren von seiner vermeintlichen Geschichte und seinem Auftreten so angetan, dass sie ihm einen Job angeboten haben. Doch er lehnte ab und zog weiter, um das zu tun, was er am besten konnte: die Identitäten anderer Kinder anzunehmen. In einem Gespräch hat Bodin eindrucksvoll beschrieben, wie er in die Rolle eines Kindes schlüpft. Er gab an, dass er seine Betrügereien als eine Art Kunst betrachtet hat und wurde dabei von Filmen wie Catch Me If You Can inspiriert. Zuerst hat er sich eine Geschichte ausgedacht, die zu dem Kind passen soll, das er spielt. Dann hat er nach und nach eine Biografie erdacht, von der Herkunft des Kindes bis hin zu seiner Familie und sogar Besonderheiten und Gewohnheiten. Der Schlüssel zu seinem Erfolg als Hochstapler war, wie er selbst sagte, nicht über alles zu lügen, weil man sonst leicht durcheinander kommt und man die Dinge einfach halten sollte. Zum Beispiel hatte er sich seinen Namen immer passend zu Namen aus seinen Erinnerungen ausgewählt, weil er sich so einfach besser merken konnte. Hatte er sich seine neue Identität im Kopf geschaffen, so begann er auch sein Äußeres anzupassen. Er hat sein Gesicht sehr penibel rasiert, seine Augenbrauen gezupft und hat Haarentfernungscremes benutzt. Dazu trug er oft sehr weite Hosen und T-Shirts mit langen Ärmeln, die bis über seine Knöchel gingen, um damit ein kleines und schmächtiges Äußeres zu erzeugen. Eben das eines Kindes oder eines Teenagers. Um seine fertige Rolle aus seiner Gedankenwelt in die Realität zu transportieren, hat er bei lokalen Behörden angerufen und ihnen gemeldet, dass er ein hilfsbedürftiges Kind oder ein Teenager an einem Ort gesehen hatte, an den er sich dann selber begab. Bodin hat in einem Interview das ausgesprochen, was jeder Hochstapler weiß, aber es selten wirklich sagt: Leute zu hintergehen ist nicht besonders schwer. Die meisten Menschen haben grundlegende Vorstellungen von dem Verhalten anderer Leute und rechnen nicht damit, dass man sie betrügt. Bodin hat das ausgenutzt und mit den Bedürfnissen und den innersten Gefühlen der Menschen, die er betrogen hat, gespielt, wie zum Beispiel bei Nicholas Familie, die das Bedürfnis, ihren totgeglaubten Sohn doch eines Tages wiedersehen zu können, hatte. Im Oktober 1997 befand sich Bodin in einem Heim für Jugendliche in Linares, Spanien. Ein Richter, der über seinen Fall entscheiden sollte, gab ihm 24 Stunden, um zu beweisen, dass er wirklich ein Teenager war. Falls er es nicht schaffen sollte, dann würde man seine Fingerabdrücke nehmen und ihn erkennungsdienstlich behandeln. Das war für ihn ein großes Problem, denn seine Fingerabdrücke waren bereits bei Interpol gespeichert. Und als ein Erwachsener mit mehreren Vorstrafen drohte ihm mit ziemlicher Sicherheit eine Gefängnisstrafe. Er hatte bereits einmal den Versuch gewagt, aus der Einrichtung zu fliehen, wurde aber geschnappt und die Betreuer haben ihn daraufhin ganz besonders bewacht. Er war in einer Zwickmühle, in einer großen Zwickmühle.
Aus seiner Not heraus hat er etwas gemacht, was er eigentlich nie machen wollte, weil er befürchtete, dass er damit zu dem Monster werden würde, das er nie sein wollte. Anstatt sich eine Identität auszudenken, beschloss er, eine zu stehlen. Er schlüpfte in die Rolle eines vermissten 16-jährigen Jungen aus Texas, dessen Name wir nur allzu gut kennen, Nicholas Barclay. Der zu dem damaligen Zeitpunkt 23 Jahre alte Bourdin musste nicht nur die Behörden davon überzeugen, dass er ein amerikanisches Kind war, sondern auch die Familie des vermissten Jungen. Er sah das Ganze als eine Art Spiel und eine Herausforderung an. Laut Bourdin kam ihm der Plan mitten in der Nacht. Irgendwie musste er den Richter davon überzeugen, dass er ein Amerikaner sei. Nur so würden sie ihn wieder laufen lassen. Er bat um die Erlaubnis, das Telefon im Büro des Heims zu benutzen und rief das National Center for Missing and Exploited Children in Alexandria an. Sein Modus operandi war ähnlich wie bei seinen ausgedachten Identitäten. Er wollte so viele Details wie möglich über ein vermisstes Kind aus den USA erfahren, damit es ihm später leichter fallen würde, dessen Identität anzunehmen. In dem gebrochenen Englisch, welches er sich auf seinen Reisen angeeignet hatte, behauptete er, sein Name sei Jonathan Durian und er sei Leiter des Tierheims in Linares. Er sagte, dass ein verängstigtes Kind bei ihm aufgetaucht sei, das seine Identität nicht preisgeben wollte, aber Englisch mit amerikanischem Akzent sprach. Bourdin gab eine Beschreibung des Jungen ab, die auf ihn selbst zutraf. Klein, schmächtig, markantes Kinn, braunes Haar, eine Zahnlücke und fragte, ob das Zentrum einen ähnlichen Jungen in seiner Datenbank habe. Nachdem die Frau am anderen Ende der Leitung mit ihrer Suche fertig war, sagte sie, dass es sich bei dem Jungen um Nicholas Barclay handeln könnte, der am 13. Juni 1994 im Alter von 13 Jahren in San Antonio als vermisst gemeldet worden war. Laut ihrer Akte wurde Barclay zuletzt gesehen, als er ein weißes T-Shirt, eine lila Hose und schwarze Tennisschuhe trug und ein rosa Rucksack bei sich hatte. Bourdin sagte der Frau, dass er noch skeptisch war und ob das Zentrum weitere Informationen über Barclay übermitteln könne. Die Frau sagte, sie würde über Nacht Barclays Vermisstenanzeige per Post schicken und auch gleich eine Kopie faxen. Nachdem er ihr die Faxnummer des Büros, das er sich ausgeliehen hatte, genannt hatte, legte Bourdin auf und wartete. Endlich tauchte eine Kopie des Flugblattes aus dem Faxgerät auf. Der Ausdruck war so blass, dass das meiste unleserlich war. Dennoch schien die Ähnlichkeit des Fotos mit ihm gar nicht so abwegig zu sein. »Ich kann das schaffen«, sagte er zu sich selbst. Schnell rief er das Zentrum zurück und sagte der Frau, dass Nicholas Barclay neben ihm steht. Diese gab ihm die Nummer des Sachbearbeiters der Polizei von San Antonio, der mit den Ermittlungen betraut war. Dann schlüpfte er wieder einmal in eine neue Rolle. Diesmal gab er sich als spanischer Polizist aus und rief den Beamten an. Er erwähnte Details über Nicholas, die er von der Frau im Zentrum erfahren hatte, und erklärte, dass das vermisste Kind gefunden worden sei. Der Beamte sagte, er werde das FBI und die US-Botschaft in Madrid kontaktieren. Bourdin hätte sich im Traum nicht ausmalen können, was er damit für eine Lawine losgetreten hatte. Am nächsten Tag fing Bourdin im Heim von Linares ein Paket des National Center for Missing and Exploited Children ab, das an Jonathan Durian, also an seine ausgedachte Person, adressiert war. Er riss den Umschlag auf. Darin befand sich eine saubere Kopie des vermissten Prospekts von Nicholas Barclay. Es zeigte ein Farbfoto eines kleinen, hellhäutigen Jungen mit blauen Augen und braunem Haar, das so hell war, dass es fast blond erschien. Auf dem Flugblatt waren mehrere Erkennungsmerkmale aufgeführt, darunter ein Kreuz, das zwischen Barclays rechtem Zeigefinger und Daumen tätowiert war. Wie um Himmels Willen sollte Bourdin es schaffen, sich in diesen Jungen zu verwandeln? Er starrte das Bild nur an und sagte zu sich selbst, ich bin tot. Nicht nur, dass Bourdin nicht dieselbe Tätowierung hatte, seine Augen und Haare waren auch dunkelbraun. Er sah nicht ansatzweise so aus wie der Junge auf dem Bild. Doch aufgeben war für ihn keine Option. Zu tief hatte er schon im Schlamassel gesteckt.
In aller Eile verbrannte er das Flugblatt im Hof der Unterkunft, dann ging er ins Bad und bleichte sich die Haare. Schließlich ließ er sich von einem Freund mit einer Nadel und Tinte aus einem Kugelschreiber ein behelfsmäßiges Tattoo stechen, das dem von Barclay ähnelte. Eine Sache an seinem Körper konnte er jedoch nicht verändern: seine Augen. Es musste eine andere Möglichkeit gefunden werden. Er versuchte, sich eine Geschichte auszudenken, die sein neues Aussehen erklären würde. Was wäre, wenn er von einem Menschenhändlerring entführt und nach Europa geflogen worden wäre, wo man ihn gefoltert und sogar Experimente mit ihm durchgeführt hätte? Das könnte die neue Farbe der Augen erklären, so zumindest seine Idee dahinter. Seine Entführer hatten ihm Chemikalien in die Pupillen gespritzt. Er hatte seinen texanischen Akzent verloren, weil man ihm während der mehr als dreijährigen Gefangenschaft verboten hatte, Englisch zu sprechen. Er war dann aus einem verschlossenen Raum in einem Haus in Spanien entkommen, als ein Wachmann die Tür unachtsam offen ließ. Es war eine verrückte Geschichte, die gegen seine Maxime, alles so einfach wie möglich zu halten, verstieß. Aber sie musste genügen, denn sie war seine einzige Chance. Kurz darauf klingelte das Telefon im Büro. Bourdin nahm den Anruf entgegen. Es war die 31-jährige Halbschwester von Nicholas Barclay, Carrie Gibson. »Mein Gott, Nicky, bist du das?«, fragte sie. Bourdin wusste nicht, was er antworten sollte. Er nahm eine gedämpfte Stimme an und sagte, »Ja, ich bin es.« Als sie einige Tage später in Begleitung eines Beamten der US-Botschaft in der Unterkunft eintrifft, hat sich Bourdin in ein Zimmer zurückgezogen. Er selbst sagte aus, dass das, was er getan hatte, schlimm war und, obwohl er große moralische Bedenken hatte, hielt es ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Er hüllte sein Gesicht in einen Schal, zog einen Hut und eine Sonnenbrille auf und kam aus dem Zimmer. Er war sich sicher, dass Carrie sofort erkennen würde, dass er nicht ihr Bruder war. Stattdessen stürzte sie sich auf ihn und umarmte ihn. Carrie war in vielerlei Hinsicht ein ideales Ziel. Sie war sehr leicht zu manipulieren, hat ihre Mutter Beverly über sie gesagt. Carrie war noch nie außerhalb der Vereinigten Staaten gereist, abgesehen von Partys in Mexiko, und war weder mit europäischen Akzenten noch mit Spanien vertraut. Nach dem Verschwinden von Nicholas hatte sie im Fernsehen oft Nachrichtensendungen über reißerische Kindesentführungen gesehen. Sie fühlte sich nicht nur unter Druck gesetzt, weil sie von ihrer Firma Geld für die Reise erhalten hatte, sondern auch, weil sie als Vertreterin ihrer Familie entscheiden musste, ob es sich um ihren lange vermissten Bruder handelte. Sie war also ein ideales Ziel für Bourdin, da er sie so seelisch und moralisch extremen Druck aussetzen konnte. Obwohl Bourdin sie mit Carrie und nicht mit Schwester ansprach, wie es Nicholas immer getan hatte, und obwohl er einen französischen Akzent hatte, sagt Carrie, dass sie kaum Zweifel hatte, dass es Nicholas war. Sie zeigte Bourdin Fotos der Familie und er studierte jedes einzelne akribisch. Das ist meine Mutter, das ist mein Halbbruder und das ist mein Großvater. Weder amerikanische noch spanische Beamte stellten irgendwelche Fragen, nachdem Carrie sich für ihn vor dem Richter verbürgt hatte. Nicholas war erst seit 3 Jahren verschwunden und das FBI war nicht darauf vorbereitet, jemandem gegenüber misstrauisch zu sein, der behauptete, ein vermisstes Kind zu sein. Den Madrider Behörden zufolge hat Carrie unter Eid ausgesagt, dass Bourdin ihr Bruder und amerikanischer Staatsbürger ist. Ihm wurde ein amerikanischer Pass ausgestellt und am nächsten Tag saß er in einem Flugzeug nach San Antonio. Einen Moment lang stellte sich Bourdin vor, Teil einer richtigen Familie zu werden, die er immer gesucht hatte. Doch auf halbem Weg nach Amerika begann er auszuflippen, wie Carrie es ausdrückte, und zitterte und schwitzte. Als sie versuchte, ihn zu trösten, erzählte er ihr, dass er dachte, das Flugzeug würde abstürzen, was, wie er später sagte, genau das war, was er wollte. Wie sonst hätte er aus dem entkommen können, was er getan hatte? Als das Flugzeug am 18. Oktober 1997 landete, warteten Mitglieder der Familie von Nicholas am Flughafen auf ihn. Bourdin erkannte sie auf den Fotos von Carrie. Beverly, Nicholas Mutter,
Carries damaliger Ehemann Brian Gibson, Brians und Carries 14-jähriger Sohn Cody und ihre 10-jährige Tochter Chantelle. Nur Nicholas' Bruder Jason, der drogenabhängig war und in San Antonio lebte, war nicht anwesend. Ein Freund der Familie nahm das Treffen auf Video auf und man sieht Bodin gut vermummt mit heruntergezogener Mütze, seinen braunen Augen durch eine Sonnenbrille geschützt und sein bereits verblasstes Tattoo durch Handschuhe verdeckt. Obwohl Bodin dachte, dass die Verwandten von Nicholas sein Spielchen durchschauen würden, umarmten sie ihn und sagten, wie sehr sie ihn vermisst hätten. Wir waren alle völlig aus dem Häuschen, erinnert sich Cody. Bodin fragte sich, ob Beverly daran zweifelte, dass er wirklich Nicholas war, aber schließlich begrüßte sie ihn auch. Den American Dream, so wie er ihn sich vorstellte, konnte er in dieser Familie aber leider nicht finden. Ihr beengter Wohnwagen war nicht gerade die Vision von Amerika, die sich Bodin aus Filmen vorgestellt hatte. Er teilte sich ein Zimmer mit Cody und schlief auf einer Schaumstoffmatratze auf dem Boden. Bodin wusste, dass er alles über Nicholas in Erfahrung bringen musste, wenn er sich in ihn verwandeln und sogar seine Familie täuschen wollte. Und er begann, Informationen zu sammeln, indem er heimlich in Schubladen und Fotoalben wühlte und sich Familienvideos ansah. Wenn Bodin von einem Familienmitglied ein Detail über Nicholas' Vergangenheit erfuhr, wiederholte er es bei einem anderen Familienmitglied, um die Illusion zu verstärken. So erzählte er zum Beispiel, dass Brian einmal wütend auf Nicholas war, weil er Cody von einem Baum gestoßen hatte. Beverly zum Beispiel fiel auf, dass Bodin vor dem Fernseher kniete, genau wie Nicholas. Verschiedene Familienmitglieder erzählten, dass sie, wenn Bodin mit einem seltsamen Akzent sprach, annahmen, dass dies auf die schreckliche Behandlung zurückzuführen war, die er nach eigenen Angaben erlitten hatte. Als Bodin in das Leben von Nicholas eintauchte, fielen ihm auf, dass sie ziemlich viele Gemeinsamkeiten hatten. Beide stammten aus armen, zerrütteten Familien. Nicholas hatte fast keine Beziehung zu seinem Vater, der lange Zeit nicht wusste, dass Nicholas sein Sohn war. Nicholas war ein liebes, einsames, aufbrausendes Kind, das sich nach Aufmerksamkeit sehnte und in der Schule oft in Schwierigkeiten geriet. Als Nicholas jung war, war er ein eingefleischter Michael Jackson-Fan, der alle Platten des Sängers gesammelt hatte. Laut Beverly fügte sich Bodin schnell in sein neues Leben ein. Er besuchte die Highschool und machte jeden Abend seine Hausaufgaben, wobei er Cody zurechtwies, wenn dieser nicht lernte. Er spielte mit Cody Nintendo und sah sich mit der Familie Filme an. Wenn er Beverly sah, umarmte er sie und sagte „Hallo Mama“, und gelegentlich ging er sonntags mit anderen Familienmitgliedern in die Kirche. Doch seine perfekte Fassade bekam langsam Risse. Bodin kämpfte damit, in seiner Rolle zu bleiben. Er empfand das Leben mit Carrie in dessen Wohnwagen als klaustrophobisch und war am glücklichsten, wenn er draußen war und durch die Straßen streifte. Er war es gewohnt, in Heim zu wohnen, unter einer fiktiven Identität, doch es fiel ihm immer schwerer, in fremden Familien zu leben und so zu tun, als wäre er einer von ihnen. Eines Tages überreichten Carrie und seine Familie ihm einen Karton. Darin befanden sich Nicholas' Baseballkarten, Schallplatten und verschiedene Erinnerungsstücke. Behutsam nahm er jedes Stück in die Hand, bis er einen Brief von einer seiner Freundinnen in der Hand hielt. Als er ihn las, sagte er zu sich selbst: „Ich bin nicht dieser Junge.“ Nach 2 Monaten in den Vereinigten Staaten begann Bodin sich zu verändern. Er war launisch und verhielt sich seltsam. Er nahm nicht mehr am Unterricht teil und wurde daraufhin suspendiert. Im Dezember fuhr er mit dem Auto von Brian und Carrie bei heruntergelassenen Fenstern nach Oklahoma und hörte dabei lautstark Musik von Michael Jackson. Die Polizei hielt ihn an, weil er zu schnell gefahren war, und er wurde verhaftet. Beverly, Carrie und Brian holten ihn von der Polizeistation ab und brachten ihn schließlich nach Hause. Nach Angaben seiner Mutter Ghislaine, also seiner richtigen Mutter, rief Frederick sie in Europa an. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit seiner Mutter schien er sich immer noch nach ihr zu sehnen. Ghislaine sagt, Frederick habe ihr anvertraut, dass er mit einer anderen Frau in Texas lebe,
die glaube, er sei ihr Sohn. Kurz vor Weihnachten ging Frederik ins Badezimmer und betrachtete sich im Spiegel. Seine braunen Augen, sein gefärbtes Haar. Er schnappte sich ein Rasiermesser und begann, sein Gesicht zu verstümmeln. Er wurde für mehrere Tage zur Beobachtung in die psychiatrische Abteilung eines örtlichen Krankenhauses eingewiesen. Später schrieb er in sein Notizbuch: Wenn man gegen Monster kämpft, muss man aufpassen, dass man nicht selbst eins wird. Die Ärzte beurteilten ihn als stabil genug, um in Carries Wohnwagen zurückzukehren. Aber er blieb beunruhigt und fragte sich zunehmend, was mit dem echten Nicholas Barclay geschehen war. Carrie, besorgt über die Selbstverstümmelung und Labilität ihres vermeintlichen Bruders, war nicht mehr bereit, ihn bei sich wohnen zu lassen, und er zog zu Beverly in ihre Wohnung. Von da an sah er die Familie mit anderen Augen. Er sortierte seine Gedanken und ließ die letzten Monate Revue passieren, und plötzlich kamen ihm einige Dinge in dieser Familie sehr seltsam vor. Beverlys zurückhaltende Begrüßung am Flughafen und Jasons verspätete Begrüßung. Er sagt, dass Carrie und Brian zwar fest daran geglaubt hätten, dass er Nicholas sei, ungeachtet der offensichtlichen Beweise, Beverly ihn aber weniger wie einen Sohn als vielmehr wie einen Geist behandelt habe. In der Zeit, als Frederick bei Beverly wohnte, habe sie sich betrunken und geschrien: Ich weiß, dass Gott mich bestraft hat, indem er dich zu mir geschickt hat. Ich weiß nicht, wer zum Teufel du bist. Warum zum Teufel tust du das? Beverly selbst kann sich an einen solchen Vorfall aber nicht mehr erinnern. Am 6. März 1998 wurde der psychische Druck sowie der Druck der Ermittler zu groß für Frederick und er offenbarte seine wahre Identität. Ich bin Frederick Bourdin und ich werde von Interpol gesucht. Nach ein paar Minuten ging Parker auf die Herrentoilette und rief Nancy Fischer an, um ihr die Neuigkeiten mitzuteilen. Sie hatte gerade die gleichen Informationen von Interpol erhalten. Parker ging zurück an den Tisch und sprach weiter mit Bourdin, der ihm von seinem Leben als Hochstapler in Europa erzählte. Nach etwa einer Stunde fuhr Parker Bourdin zurück zu Beverlys Wohnung. Als Parker losfuhr, waren Fischer und das FBI bereits hinter ihm her. Er ergab sich still und leise. Beverly reagierte allerdings weniger besonnen. Sie drehte sich um und schrie Fischer an: Warum hast du so lange gebraucht? Hatte sie also doch gewusst, dass er nicht ihr Sohn Nicholas war? In der Untersuchungshaft konnte Bourdin endlich seine Geschichte erzählen. Es war wie eine Last, die von seinen Schultern fiel. Er hatte nämlich die ganze Zeit das Gefühl, dass Beverly und Jason möglicherweise an Nicholas' Verschwinden beteiligt waren und dass sie von Anfang an gewusst hatten, dass Bourdin log. »Ich bin ein guter Hochstapler, aber so gut bin ich nicht«, sagte Bourdin. Doch wie glaubwürdig sind die Aussagen eines pathologischen Lügners? Er erzählt 99 Lügen und vielleicht ist die hundertste die Wahrheit. Aber das weiß man nicht, sagte Fischer. Jack Stick, der damals Bundesstaatsanwalt war und später eine Amtszeit im texanischen Repräsentantenhaus verbrachte, wurde mit Bourdins Fall betraut. Er und Fischer fragten sich, warum Beverly sich den Versuchen des FBI widersetzt hatte, Bourdins angebliche Entführung zu untersuchen. Fischer und Stick nahmen die nächtlichen Unruhen in Beverlys Haus zur Kenntnis, nachdem Nicholas verschwunden war, sowie den Polizeibericht, in dem es heißt, dass Beverly Jason wegen Nicholas Verschwinden angeschrien hatte. Außerdem behauptete Jason, er habe Nicholas beim Einbruch in das Haus beobachtet. Es konnten keine Beweise für diese verblüffende Geschichte gefunden werden, und Jason hatte zu dem Zeitpunkt behauptet, dass die Polizei begonnen hatte, herumzuschnüffeln, wie Stick es ausdrückte. Er und Fischer vermuteten, dass es sich bei der Geschichte um einen Trick handelte, um den Eindruck zu vermitteln, dass Nicholas ein Ausrauser war. Stick und Fischer begannen auf eine Mordermittlung hinzuarbeiten. »Ich wollte wissen, was mit dem kleinen Jungen geschehen war«, sagte Stick. Die beiden sammelten weitere Beweise, die darauf hindeuteten, dass es in Beverlys Haus zu Gewalt kam. Ihnen ist auch zu Ohren gekommen, dass Nicholas' Lehrer auffällige blaue Flecken an seinem Körper bemerkt hatten und Nachbarn bemerkten, dass Nicholas Beverly manchmal geschlagen hatte.
Mit all diesen Indizien in der Hand bat Fischer Beverly, einen Lügendetektortest zu machen. Beverly wurde an den Lügendetektor angeschlossen und die Beamten fingen an, sie zu befragen. Fischer verfolgte das Verfahren auf einem Videomonitor in einem Nebenraum. Die wichtigste Frage war, ob Beverly derzeit den Aufenthaltsort von Nicholas kenne. Sie antwortete zweimal mit Nein. Und in ihrer Überraschung teilte der Prüfer Fischer mit, dass Beverly scheinbar wahrheitsgemäß geantwortet habe. Ich habe das schon in einem meiner anderen Videos erwähnt, aber ich möchte das hier noch einmal sagen. Lügendetektortests oder auch Polygraphen sind extrem ungenau und wissenschaftlich umstritten. Ein Polygraph selber kann niemanden der Lüge überführen, sondern er misst nur Parameter wie Puls, Blutdruck, Atmung und elektrische Leitfähigkeit der Haut aufgrund des Schweißes. Der Bediener des Polygraphs muss dann daraus interpretieren, ob die befragte Person lügt oder nicht. Die Tests sind sehr unzuverlässig, denn eine Person, die sich sehr gut im Griff hat, kann diesen Polygraphen einfach austricksen. Genauso wie eine Person, die zum Beispiel unter Drogeneinfluss steht. In Deutschland sind Polygraphen seit 1954 verboten und auch in den USA sind die Ergebnisse vor Gericht nicht verwertbar, können aber als Indiz gewertet werden. Als Fischer ihren Unglauben über das Ergebnis der Befragung von Beverly zum Ausdruck brachte, meinte der Prüfer, wenn Beverly lüge, dann müsse sie unter Drogen stehen. Nach einer Weile führte der Prüfer den Test erneut durch, da die Wirkung möglicher Drogen, einschließlich Methadon, inzwischen abgeklungen sein könnte. Als der Prüfer Beverly fragte, ob sie wisse, wo Nicholas sich aufhalte, sagte Fischer, dass die Maschine verrückt spielte und eine Lüge anzeigte. Als der Prüfer Beverly mitteilte, dass sie die Prüfung nicht bestanden hatte und sie mit weiteren Fragen bedrängte, schrie Beverly laut, dass sie sich das nicht gefallen lassen müsse und verließ den Raum. Als nächstes wollte Fischer Jason befragen, doch dieser wehrte sich zunächst. Als er schließlich zustimmte, sich mit ihr zu treffen, mehrere Wochen nachdem Bodin verhaftet worden war, musste sie ihm die Worte förmlich aus der Nase ziehen. Sie sprachen über die Tatsache, dass er seinen angeblichen Bruder seit fast 2 Monaten nicht mehr gesehen hatte und auf die Frage, ob er ihn sehen will, erwiderte er nur, nein. Fischer fand seine Antworten widerwillig und hatte einen sehr starken Verdacht, dass Jason etwas mit dem Verschwinden von Nicholas zu tun hatte. Auch Stick glaubte, dass Jason entweder in das Verschwinden von Nicholas verwickelt war oder aber über Informationen verfügte, die uns sagen könnten, was genau geschehen ist. Fischer vermutete sogar, dass Beverly wusste, was mit Nicholas geschehen war und möglicherweise half, das Verbrechen zu vertuschen, nur um Jason zu schützen. Nach der Befragung weigerte sich Jason noch einmal mit den Behörden zu sprechen, es sei denn, er hätte einen Anwalt oder sie würden ihn verhaften. Doch Parker, der als Privatdetektiv nicht an die gleichen rechtlichen Beschränkungen wie Stick und Fischer gebunden war, setzte Jason weiterhin unter Druck. Bei einer Gelegenheit beschuldigte er ihn des Mordes. Er warf ihm vor, Nicholas aus Versehen in einem Streit umgebracht zu haben. Einige Wochen nachdem Fischer und Parker Jason befragt hatten, fuhr Parker durch die Innenstadt von San Antonio und sah Beverly auf dem Bürgersteig. Er fragte sie, ob sie mitfahren wolle. Als sie einstieg, erzählte sie ihm, dass Jason an einer Überdosis Kokain gestorben sei. Parker, der wusste, dass Jason seit mehr als einem Jahr drogenfrei war, hat sie gefragt, ob er sich das Leben genommen hatte, woraufhin sie sagte, dass sie es nicht weiß. Stick, Fischer und Parker vermuteten, dass es sich um Selbstmord gehandelt hatte. Seit dem Verlust ihrer Söhne nimmt Beverly keine Drogen mehr und ist nach Spring Branch gezogen, wo sie in einem Wohnwagen lebt und einer Frau bei der Pflege ihrer schwerbehinderten Tochter hilft. Parker besuchte sie ein paar Mal in ihrem Wohnwagen und hatte ihr einige Fragen gestellt. Auf die Frage, warum sie so zurückhaltend am Flughafen reagierte, sagte sie, habe sie sich zurückgehalten, weil Bodin seltsam aussah. Sie fügte hinzu, dass sie besser auf ihr Bauchgefühl hätte hören sollen.
und sie gab zu, dass sie vor dem Lügendetektortest Drogen genommen hatte. Als sie mich beschuldigten, bin ich ausgeflippt, sagte sie. Auf die Frage, ob Jason Nicholas etwas angetan hätte, räumte sie ein, dass Jason durch den Kokainkonsum völlig durchgedreht und ein völlig anderer Mensch wurde, was sehr beängstigend war. Nach mehrmonatigen Ermittlungen stellte Stick fest, dass es keine Beweise gab, um jemanden für das Verschwinden von Nicholas verantwortlich zu machen. Es gab keine Zeugen und keine DNA. Die Behörden konnten nicht einmal sagen, ob Nicholas tot war. Stick kam zu dem Schluss, dass Jasons Überdosis die Möglichkeit einer weiteren Ermittlung in seine Richtung unmöglich machte. Am 9. September 1998 bekannte sich Frederick Bourdin in einem Gerichtssaal in San Antonio des Meineids sowie der Beschaffung und des Besitzes falscher Dokumente für schuldig. Diesmal löste seine Behauptung, er habe das alles nicht aus Bosheit gemacht, sondern nur Liebe gesucht, Empörung aus. Carrie erlitt nach seiner Verhaftung einen Nervenzusammenbruch. Stick bezeichnete Bourdin als fleischfressende Bakterie und der Richter verglich das, was Bourdin getan hatte, einer Familie die Hoffnung zu geben, dass ihr verlorenes Kind noch am Leben sei und sie dann zu zerstören, mit Mord. Die einzige Person, die Mitgefühl für Bourdin zu haben schien, war Beverly. Der Richter hatte kein Mitleid mit ihm und verurteilte Bourdin zu 6 Jahren, mehr als das Dreifache des empfohlenen Strafmaßes. Bourdin sagte im Gerichtssaal, ich entschuldige mich bei all den Menschen in meiner Vergangenheit für das, was ich getan habe. Ich wünschte, sie würden mir glauben, aber ich weiß, dass das unmöglich ist. Ich bin ein Gefangener meiner selbst. Bourdin kehrte im Jahr 2003 aus den USA zurück. Er zog nach Grenoble in Frankreich und machte das, was er am besten konnte. Er nahm dort den Namen Leo Belley an, ein seit 1996 als vermisst geltender Jugendlicher. Ein DNA-Test konnte ihn jedoch erneut enttarnen. Im August 2004 gab er sich in Spanien als der Jugendliche Ruben Sanchez Espinosa aus und behauptete, dass seine Mutter bei dem Bombenattentat am 11. März 2004 in Madrid ums Leben gekommen war. Die Polizei fand relativ schnell die Wahrheit heraus und schickte ihn zurück nach Frankreich. Im Jahr 2007 heiratete Bourdin eine Französin, die er in einer Fernsehsendung kennengelernt hatte, in der beide über ihre Erfahrungen als Missbrauchsopfer gesprochen hatten. Für ihn war es die erste ernsthafte Beziehung. Das Paar bekam 4 Kinder und lebt heute in Frankreich. Anscheinend hat Bourdin endlich die Liebe gefunden, nach der er sein ganzes Leben und sogar auf einem anderen Kontinent gesucht hat. Oder ist es wieder einmal nur eine seiner Rollen, die er spielt? Ja, meine Lieben, und jetzt melde ich mich mal hier zu Wort. Ich habe mich extra im ersten Teil nicht zu Wort gemeldet, weil ich einen schönen Cliffhanger machen wollte und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Ja, das war sie also, die Geschichte von Frederick Bourdin und Nicholas Barclay. Ziemlich unglaublich das Ganze und ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, was ist mit Nicholas Barclay wirklich passiert? Ist er wirklich von einem Unbekannten entführt worden oder steckt seine Familie irgendwie damit drin? Insbesondere Jason, der sich ja das Leben genommen hat, als die Ermittlungen sich auf ihn fokussierten. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Familie mehr weiß, als sie zugeben möchte. Allein die Tatsache, dass Beverly bei dem Lügendetektortest unter Drogen stand, um ihn irgendwie zu bestehen und ihn dann aber doch nicht bestanden hat. Ja, aber wie gesagt, die Ermittlungen in diese Richtung sind leider ins Leere verlaufen und somit wird dieser Fall wahrscheinlich ungelöst bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Familie wusste, dass Bourdin nicht ihr Nicholas ist, weil die Familie ganz genau weiß, was mit Nicholas passiert ist, dass er nämlich tot ist, die es aber so hingenommen hat, weil sie sich dachte, hey, wenn der Junge wieder da ist, dann fällt auf uns kein Verdacht mehr. Aber es ist halt alles anders verlaufen und es ist, glaube ich, extrem schwierig und auch eine extrem krasse psychische Belastung, einmal für die Eltern, die quasi ihren Sohn, der
tot ist und sie was damit zu tun hatten, bei sich zu wohnen lassen. Genauso wie für Bodin, der sowas eigentlich nie gemacht hat und sich quasi in die Rolle eines toten Jungen geschlüpft ist, ist schon irgendwie alles sehr, sehr makaber. Und er selbst hat ja auch gesagt, dass er die Vermutung hatte, dass die Familie damit irgendetwas zu tun hat. Ich tendiere auch eher in diese Richtung, dass vor allem Jason was damit zu tun hatte. Gut, das war es jetzt mit dem Outro. Ich werde dieses Video, wenn ich das hochgeladen habe, nochmal zu einem großen Video zusammenfügen, also die beiden Teile zu einem großen, wie auch schon in meiner Dyatlov Pass Serie. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in voller Länge gönnen und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben, und wir hören uns bestimmt bald bei einem nächsten Video.